and this is dubstep. Ja, Freunde, damit herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 2. Ich krieg's immer mal hin, das so schnell zu sagen, dass du es nicht mehr versteht. Willkommen zu Borderlands 2. Genau. Wir können auch alles einfach so schnell machen, dann ist die ganze Aufnahme so und dann sind es kurzere Folgen für gut. Genau. So. Banditenfahrzeug, oder? Finde ich cool. Wenn du mit dem Banditenfahrzeug fahren willst. In. Kaugummi, bitte. Fahrzeugsport. So. Wer will fahren? Fahrzeug. Hat mein Fahrzeug gespawnt. Ich, weil ich den hier haben will. Ich bin jetzt geschützt. Warum wollt ihr denn kein Banditenfahrzeug? Ist doch viel geiler. Wir fahren schneller. Glaub okay. Ich. Tu so als ob. Okay, na dann. Boah, ich bin's zwar nicht mehr gewöhnt. Das hat sich auch voll gelohnt, weil wir jetzt schon da sind. Aber mein Typ ist gerade mega episch ausgestiegen. So, gibt's hier Granaten? Granaten? Oh, Granaten ja. Habe ich schon. Durch. Tundra Express. Oh, das hört sich interessant an. Du musst unserem Mann ein Zeichen geben. Jeder Wetter schläft gerade seinen Rausch aus, also musst du ihn wecken. Das Geräusch von ein paar Warkits, die gleichzeitig bei lebendigem Leib verbrennen, sollte reichen. Du hast doch eine Feuerwaffe, oder? Piss off, wie geil. Wie so einzigartig im Borderlands-Humor. Ja. Es ist so gut. So. Meine, die macht Feuerschaden, die macht Feuerschaden, die macht Elektroschaden, okay. Oh. So, die Quest hier diesmal. Kill mal wo unten in dem Haus. Drei Warkits. Okay. Wollt ihr zu dem Haus hier runter? Ja, da stehen Marodeure da vorne, können wir eigentlich schon wegholen. Ja, ich wollte gerade schießen, aber mein Gehirn so, der Mauszeiger ist nicht auf dem Kopf, und ich so, ja dann tu Finger, Gehirn irgendwie, nein, will nicht heute. Vor allem aber, den könnten wir eigentlich wegholen, dann kam einfach nichts mehr mit sich, puff. Es werden nur kreischen, wenn du sie ansetzt. Ah, Feuerschaden. Kannst du die mal anzünden, bitte? Nun ab, sehr gut. Sechs. Jetzt steck noch ein paar mehr an, bevor der da stirbt. Es müssen drei gleichzeitig brennen. Ach so, echt? Glaube ich. Ja, es müssen drei gleichzeitig brennen. Gleichzeitig? Meine Bambi killt die. Hier zünden wir den ausgewachsenen an, dann brennt er vor sich hin. Die sterben nicht so schnell. Okay. Ich habe einen entzündet. Ich habe keinen Feuerschaden leider. Das wird wahrscheinlich schwieriger als. Also, wir laufen jetzt in die Mitte und pullen mal alles, was irgendwie zum Pullen geht. Hier kommt eine Überraschung! Wir können auch einfach Feuerschadengranaten werfen. Wie wär's? Hab ich. Aua. Jetzt brennen zwei. Noch ein drittes irgendwie. Ja. Ihr habt die zwei. Unser Problem ist, dass die zwei, wo brennen, zu schnell sterben. Ich bin fast tot. Ich auch. Ich kann euch nicht heilen. Verdammt. Okay, jetzt kommen wir hier hoch. Wir müssen die auf einen Punkt kriegen. Zwei brennen. Die dritte brennt. Geht doch. Yes! Ja, endlich. We did it. Sexy boy. Oh.
Nice. So laut, so wütend. So tot. So Text. Hey, Kammerjäger. Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich jetzt wecken musstest. Hab wohl ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Hyperion-Konvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Ja! Ganz ruhig, Mädchen. Also, ein Hyperion zog Gras durch den Tundra-Express. Wenn meine Infos stimmen, und das tun sie für gewöhnlich, ist der Kammerschlüssel mit an Bord. Mein Rat? Tu, was ich tun würde. Stiehl den Schlüssel, lass dich volllaufen, dann kipp um. Okay. Okay, okay, finde ich gut. Ja, ist gerade Nacht, ich habe gerade noch Volk gekommen dafür. Nicht kontrollieren. Du musst diesen Zug kapern, Soldat. Meine alte Freundin Tina kann dir helfen. Sprich mit ihr. Ach, sollen wir die anscheinend auch entzünden können. Hey. Schön, dass du es vor uns rausgefunden hast, Fabian. Oh. Ich brenne etwas. Oh, und du stöhnst bei Mega rum. So, aber ich würde sagen, wir laufen mal zum. Oh, was ist hier? Ich würde sagen, wir laufen mal zum. Oh, was ist denn da? Ja, ihr kommt ganz Punkte. Sicher ans Ziel. Sollen wir mal in das Haus reinlaufen? So ein Medikit wäre nicht schlecht irgendwie. Leute, hier geht fett eine Leiter hoch. Ja, ey, lass mal die Leiter hoch. Hat 160 EP gegeben, weil wir was entdeckt haben. Hallo? Ausschwärmen! Oh, eine große Kiste. Ah, oh, nice! Nee, eine kleine Kiste. Oh, schade. Kleine, große Kiste. Eine Rocket Launcher. Oh Gott. Und wie stehen die auf Rocket Launcher ein bisschen? Mhm. Moon. Ja, Muni. Was ist denn? Was ist denn das hier? Wo ist denn hier schon wieder hin? Hier unten. Oh, Fabi, ich kann jetzt leider nicht aufsammeln, was hier oben ist. Das musst du machen. Oh, oh, ist ja ganz zufällig. Munition, ja. Mhm. Wo ist der? Oh, da fährt ein Zug. Wo, 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 wo? Oh, ich bin runtergefallen. Du bist so ein Genie. Oh, ich hab Iridium gefunden. Oh, ich hab nochmal Iridium gefunden. Lol. Oh, cool. Ich hab Iridium gefunden. Oh, da sehe ich jemanden. Kann man irgendwie. Wen siehst du? Oh, ich hab grad auf so einen Typen geschossen, der rennt gerade weg, weil er einen Kugel im Arsch hat. Gehen wir zum Zug. Hä? Ja. Ui. Also links rum oder rechts rum, was meint ihr? Geradeaus. Okay. Oh, neben mir sind ganz viele Gegner. Nein, die tun nur so. Tina ist Bombenbastlerin und eine Freundin von mir. Ich habe ihr schon ein paar Mal den Arsch gerettet. Und sie meinen noch viel öfter. Sie wird ihr helfen. Trotzdem ein Tipp. Keine plötzlichen Bewegungen. Diese Feuerkreisel spawn ich die eigentlich? Nein, das ist meine Granate. Weil ich habe auch Feuergranaten. Achso, du setzt die so hin. Ich werf die und dann kreisen die rum. Ziemlich genau. Cool. Ja. Nice. Oh. Ah, wir müssen. 23 Schaden, sehr effektiv gegen Fleisch, Feuer. Ein Feuersniper. Hier wäre ein Medikit zufälligerweise, wer möchte. Ich brauch keins. Ich könnte eins benötigen. Oh, fett rübergekommen. Ich überlasse meine Rotflinte da. Ich bin geslaggt! Oh, was ist da unten schon wieder verkehrt gewesen? Ich glaube, meine Schrotflinte, die war effektiv. Müssen wir eigentlich auf den Berg hoch? Ja, ich glaube schon irgendwie. Hui! Ich glaube nämlich auch, da oben zu dem Haus, da können wir einfach nicht den Berg hochhüpfen oder so. Ich glaube nicht, dass wir Erbändiger sind, aber. Schalt ihn aus! Wäre aber schuld, wenn du falsch geskillt hast. So. Ich bin gleich oben. Ich bin gleich oben. Ich auch. Ich komme nicht runter zu dem Gegner. Hier ist eine unsichtbare Wand.
Oh, shit. Ich komme! Granate fliegt! Typ ist tot. Nein! Ich wollte dich wiederbeleben, nicht mein Geschütz einpacken. Verdammt! Verdammt! Ach, kacke. Wäre voll der gute Move gewesen, weißt du? Aber nein, erstmal dick verkackt. Ja, ich glaube eher, wir müssen unten rein als oben drauf. Genau. Halt die Fresse. Weil Züge fahren nicht auf Berge. Rund um die Star jagt die Stalker den Banditen. Der Stalker denkt, es wäre nur Spaß. Peng! Wie gut! Der Bandit! What the fuck? Roland sagte, dass du kommst. Ich schulde ihm noch was für den ganzen Scheiß mit General Rancid. Du musst einen Zug hijacken, hä? Kinderspiel. Darf ich vorstellen? Meine Lady. Und diese Schürze. Ich laufe, laufe, laufe. Ich laufe hier rüber. Ich laufe, laufe, laufe. Lauf, lauf, lauf. Die ist doch verrückt. Alter. Das Spiel, ja? Ganz ehrlich. What the fuck? Und das ist Felicia Saxopans. Diese arschcoolen Ladies könnten den Zug für dich stoppen, aber dazu brauche ich ihre Kabumba-Bums. Und die wurden vor ein paar Tagen von Banditen geklaut. Hol sie mir! Das ist so cool. Seltsam sein, aber sie ist die begabteste Sprengstoffexpertin auf ganz Pandora. Eine 13-Jährige. So, was sie sagt, dann hilft sie dir garantiert, den Zug zu hijacken und den Kammerschlüssel zu kriegen. Ach, die Sicherheit ins Bett gelegen und ist instant eingeschlafen. Das wünsche ich mir auch mal, dass das passiert, aber irgendwie ist es bisher noch nie passiert. Ja, das wäre echt ganz praktisch. Ja. Okay, dann holen wir uns diese, Dinger. Juhu. Kabumabums. Ich finde Kabumabums. Kabumabums. Haben wir eigentlich die Quest verpasst, wo wir die Buddymonks umbenennen müssen? Ja, da haben wir irgendwie einfach drauf geballert, bis sie umgefallen sind. Oh, die war so cool. So, müssen wir da rein zufällig? Ne, wir müssen. Oh Gott, meine Füße, die tun jetzt schon wieder weh. Echt? Ja, ja. Ich hab gehört, du läufst eigentlich mit den Fingern, weil du zockst gerade. Nee, nee, das sind meine Füße. Ich laufe auf Fingern, ja. Oh, da ist eine Quest da drin. Sollen wir die, sollen wir die Quest da drin machen? Jawohl, auf jeden Fall. Darfst du vor im Müll wühlen. Hier ist mal Geld drin. Wer wirft Geld weg? Wenn es schmutzig ist. Okay, stimmt. Ich werf mal eine Granate. Da kann man gar nicht reinlaufen und die Quest annehmen, da ist ein Gegner. Yay! Wo sind denn Gegner? Ah, da ist ein Gegner, glaube ich. Oh, da ist einer. Oh, Goliath. Oh, ich bin tot. Ja, ich glaube, da ist einer zu weit vorgestellt. Egal. Oh, ich muss nachladen. Oh, nein, Gott. Scheiß Nachlade. Oh, nein, nein, nein. Hier, du. Geh sterben, geh sterben. Oh, yes. Schon wieder nachladen. Okay, Lex, ganz ruhig. Ich bin gerade auf Rampage. Ja, ich merk's. So, das Medikit. Rampage, dass du sogar gestorben bist. Ich konnte mich aber. Das ist eine Quest. Annehmen. Oh, ah, ich bin schon wieder tot. Verdammt, ich wollte die Quest annehmen. Ja, jetzt nicht mal. Ja, auch nach. Ich will echt gleich tot, um dich zu retzen, Alter. Wir sind minimal umzingelt. Können wir uns mal ein bisschen sammeln und zurückziehen nach hier hinten oder sowas? Ich nehme erstmal die Quest an. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Aber hey, schwamm drüber. Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, große Kiste. Klingt wie eine Falle, ich weiß. Du wirst mir einfach vertrauen müssen.
What the fuck? Ich würde sagen, wir gehen da hin und holen uns den Scheiß. Hier ist Medikit. Das habe ich jetzt gerade genommen. Ihr habt die. Hast du gerade einfach eine Assault Rifle mit 242 Schaden liegen lassen? Ich spiele auf SMG, Shotgun und. Ich habe nicht einen Alarm aktiviert. Nein, nein. Verdammt. Also meine Shotgun macht nicht mehr so viel Schaden. Oh, da steht der Outvoliert. Leute. Haha, wie. Sind die über uns zufällig? Oh mein Gott, ich sterb. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Gott, oh Gott. Wow, jetzt kommen sie von alle Seiten. What the fuck? Sorry, Leute. Oh. Ich nicht. Funktionieren E-Taste. Boah, das war knapp, Alter. Thanks, man. Komm schon, Geschütz, cool down. Da hinten liegt ein Medike zufälligerweise. Vielen Dank, vielen Dank. Also. Jungs, wer will meine Sniper gegen diese Assault Rifle tauschen? Meine Sniper macht nicht mehr so viel Damage. Oh doch, geht eigentlich. Was, ein Penner. Kommt raus und schockt mich erstmal weg. Irgendwie komme ich mit der Waffe, die ich gerade habe, nicht wirklich klar. Was hast du denn für eine Waffe? Ja, die 224er Assault Rifle, aber die trifft irgendwie nichts. Also ich bin am liebsten mit der Shotgun mit der SMG. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Da sind noch Gegner. Ja, was heißt hochkommen? Wir müssen halt das Versteck finden. Aber ich bin hier schon mal ein Stück weit rausgekommen. Hier liegt Medikits hier. Nehmt euch die Medikits. Ich muss mal auf meinen Questlog schon gucken. Huh. Also Schwamm drüber, findest du Versteck. Das Versteck ist auf meiner Map ganz woanders. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Waffe einfach keinen Schaden macht. Ich finde Assault Rifle ist allgemein obwohl irgendwie cool. Nee, aber die hat 242 Schaden angezeigt. Aber da fand ich irgendwie, dass die Pistole mehr Schaden austeilt. Wow, da kam ein Zug. Du Fahrer, oder? Ja. Erwischt. So, ich würde sagen, wir laufen mal. Okay, L, wir müssen das Versteck und dann haben wir erwischt den Zug und Mords Morph frei. Fabi hat schon den Zug erwischt. Sammle Warkit. Eher der Zug hat mich erwischt, aber fast. So, wir haben auch noch Mords Morpherei, wo. Insektenviecher namens Warkits. Wo ist denn die? Es heißt, diese Mücktanten, kleines Wortspiel, wenn du verstehst, morphen, wenn sie genügend Schaden nehmen. Könntest du bitte diesen Evolutionsinjektor nehmen? Hab ich dir noch in. Ich glaube, die haben mich weggeschmissen. Ich hab den nicht mehr. Habt ihr den noch? Was für ein Ding? Den Injektionsinjektor da. Evolutionsinjektor. War das eine Waffe? Ja. Oder nicht? Okay.
Cool. Ach, der Zug. Au. Beschwert. Ist der einfach mitten durchs Lager geeiert, oder was? Ja, ja, da fährt er mitten durch. Mich hat, glaube ich, irgendwas getroffen. Also, dann würde ich sagen... Ich bin gerade ein Steam-Off-Folge auf meiner Minimap und ich sehe nichts. Dann machen wir einfach jetzt mal Schwamm drüber und wir suchen das Versteck, oder? Jo. Aber das, Freunde... Das stimmt, das war ja auch noch eine Nebenmission, gell? In der nächsten Folge würde ich vorschlagen, dann finden wir das Versteck und ich hoffe, es kommt davon wieder ein Zug, Freunde. Und ja, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.